Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, ich glaube, bei der Black Hand stehen wir inzwischen nicht mehr so gut. Aber, ist nicht unsere Schuld. Deren Leute sind einfach durch ein Feld leuchtender Kristalle durchgelatscht, ohne sich Gedanken zu machen, ob das eventuell ungesund sein könnte. Können ja nun nicht wirklich für jeden das Denken übernehmen. Ich meine, ich habe 9 Geisteskranke hier, das ist schon schwierig genug. Aus. Oh, geht langsam voran. Das liegt aber daran, dass Titanium nun mal verdammt hart ist. Kann man nicht viel dran ändern. Na klar, Steven steht kurz vor einem Zusammenbruch und er gibt Therapie. Alleine die Möglichkeit durch den Mod, dass wir Therapie geben können. Nein, Steven, du gehst jetzt erstmal in aller Seelenruhe Pause machen. Hast du dir nämlich verdient. Naja, das kann ja nicht ewig vorhalten, dieses Titanium. Früher oder später muss das mal zu Ende sein. Landet, den ich jetzt im Dunkeln natürlich nicht mehr sehe. Oder da. Da oben wieder, okay.
Das ist noch nicht so tragisch. Die werden wir nämlich langsam aber sicher ausgeschaltet bekommen. So. Und ihr beiden werdet auch aktiviert. So. Wir warten aber trotzdem bis früh morgens. Erstens schlafen die Viecher dann eventuell, sodass wir einen Überraschungsangriff starten können. Und zweitens sehen wir dann wenigstens was. Okay, langsam scheinen wir gerade genug zu haben, um den Befall ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Zumindest auf der Seite. Von der Seite rückt ja auch Tiberium an, also. Dann mach eine kleine Pause, bevor du weiterarbeitest. Oder ruh dich aus. Obwohl, viel Zeit zum Ausruhen wirst du leider nicht bekommen. Und das traditionelle einmal Sicherheitsspeichern. Da kommen sie angerannt. Lauf.
wird nächste Insektenkrise gelöst. Da geht's. Ja. Ja. Macht ihr mal, brecht ihr mal zusammen. Schauen wir mal, ob das was hilft. Ah, ist schon da. Okay. Also soweit ich das beurteilen kann, scheinen wir tatsächlich den Verfall der Wände durch Schneiden des Mooses unter Kontrolle halten zu können. Aber das ist natürlich quasi eine Sisyphus-Aufgabe, ne? Das ist ja klar. Thank you.
Also mit einer Kombination aus Einfrieren und Bodenplatten drüber haben wir ja bisher immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Freiwillige. Das können wir verkaufen. Dann schauen wir mal. Ja gut, mit 14 kann man da nicht so viel erwarten. Prothesenphobie könnte ein Problem werden. Mal, verweigert fürsorglich. Kochen, Handwerk, Fernkampf. Was haben wir denn noch? Na, dafür gar nichts in Fernkampf haben. Nachteule. Ich bin bereit, Nachteule in Kauf zu nehmen. Da wir eh keine Angelaufträge geben. Bergbau bist du Spezialist. Willkommen an Bord. Steven schläft. Was Eifersucht angeht, sollte es kein Problem geben. Die Zimmer sind identisch.
3 neue, wer weiß, wie viel wir davon noch brauchen werden. Diese Wanderung für ein einziges sterbendes Tier. Ist vielleicht ein klein bisschen extrem. Mein ja nur. Immerhin schon eine Geschwindigkeit, mit der sie arbeitet. Ist ein bisschen entfernt von episch, aber... Halb so wild, halb so wild. Okay, langsam kommen wir an einen Punkt, wo wir es tatsächlich schaffen, das Ganze abzuarbeiten. Steht es mit dem Strom? Ah, da haben wir noch mehr als genug. Wenigstens darum brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
Hilft leider nichts, ha? Ja, du hast den Flammenwerfer. Du bist erstmal von der Arbeit befreit. Schauen wir mal, ob das was verändert, wenn wir den Baum wegsäbeln. Stammesmitglieder. Kein Problem. Das ist kein Problem. Die kommen nämlich nicht weit. Ja, schauen wir mal, ob das hilft, wenn wir den Baum wegsäbeln. Ich befürchte, die Antwort ist nein. Leider habe ich online auch keine klaren Antworten gefunden, wie man schlussendlich mit Tiberium umgehen muss. Wobei Tiberium selber ja noch nicht mal so sehr das Problem ist. Aha, ein Sanitäter, 59 Jahre alt. Hm? Nee, wir haben momentan zu viel zu tun. Der Angriff wird sich da oben allein erledigen. Ja, ja, sie starten ihren Angriff. Nee, echt? Warum? Sie wollten doch gerade angreifen. Okay, man muss ihnen zugute halten, es sind Stammesmitglieder. Die haben wahrscheinlich nicht ansatzweise Ahnung, was, auf was sie sich hier eingelassen haben. Also... Konnten sie das auch nicht vorhersehen. Muss aufhören. Okay. Wenn ich nicht mit Gewalt aufhöre, dann höre ich nämlich gar nicht mehr auf. Also danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen.
Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!